komisch. Liegt wohl an mir. Hier ist die Apotheke im Kaufland. Wir sprechen mit Frau Schumann. Guten Tag. Ja, guten Tag. Hier ist Herr Trollinger. Entschuldigung, dass ich ein bisschen huste. Ich bin ein bisschen erkältet. Ja. Ich wollte mal fragen, ob Sie den neuen Schleimlöser Acta im Angebot haben. Der soll jetzt ziemlich neu auf dem Markt sein. Wer ist der Acta? Acta, ACTA. Ich weiß nicht, ob das auch von ACC Akut ist. Auf jeden Fall, weil da dieses AC mit im Namen steht, also Acta. Habe ich gehört, der soll sehr gut sein. der soll schon nach den ersten 48 Stunden wirken, um den Schleim zu lösen. Kleinen Augenblick mal bitte, ja? Danke. Ja, Hofmann, kennen Sie den neuen Hustenlöser? ACTA. Der ist schon ein Acta. War ein Computer. Naja, eine Spinne. Ja, der von ACTA. Ja, wo haben Sie denn das her? Auf einer Zeitschrift? Oh, Entschuldigung, also es ist gerade ganz schlimm mit meinem Husten. Ja, ich habe das in mehreren Zeitschriften gelesen und zwar da gab es ja auch dieses neue Zuckerprodukt Stevia. Das wurde ja auch erst nicht zugelassen. Ich glaube, das kann man ja mittlerweile auch als Nahrungsmittelergänzung, also als Zuckerersatz kann man das ja auch kaufen. Und dann kam gleichzeitig auch dieses Acta mit auf den Markt. Ich bin mir sicher, ACTA, da hat auch der Lebensmittel, Entschuldigung, der Medikamentetechniker De Gucht, der hat darüber auch halt gestern eine große Rede gehalten, dass es auf jeden Fall super sein soll. Da waren sogar die Leute im EU-Parlament, die haben darüber geredet. Und mir wurde gesagt, das wäre heute schon erhältlich. Und weil ich wirklich krank bin, also so gerade vom Husten her, und ich muss morgen wieder arbeiten, ansonsten kriege ich Ärger, da wollte ich mal nachfragen, ob Sie das eventuell schon haben. Also im Computer finde ich das jetzt nicht. Ich könnte mich da höchstens jetzt nochmal beim Großhandel erkundigen. Aber wenn es jetzt im Computer noch gar nicht steht, dann... Ja gut, dann frage ich mal so, ich habe ja jetzt mehrere Sachen gelesen und zwar gibt's da noch diese neuen Kopfschmerztabletten gegen Kopfschmerzen, also Aspirin vertrage ich nicht so gut, ich weiß nicht warum. Da gibt's noch dieses Mittel, das nennt sich IPRED, also IPRED und das soll sehr gut gegen Kopfschmerzen sein, ob Sie da vielleicht nochmal für mich nachschauen könnten. Ja, kleinen Moment bitte. Danke. Alter. Ist die echt so schlecht? Ich glaube, das ist die Lisa von Scientology. Aha. Nee, also das bekommen wir auch nicht. Also iPad auch nicht. Nee. Ich habe jetzt auch mal im Internet kurz geguckt, also da gibt es ja auch kaum deutsche Seiten, das sieht ja auch sehr ausländisch aus. Ja, das ist wirklich ausländisch. Ich meine, das muss ja in manchen Ländern auch erstmal ratifiziert werden, damit das durchkommt. Deswegen wird das ja auch im EU-Parlament immer erst besprochen. Ich weiß mittlerweile auch gar nicht mehr, was das EU-Parlament mit den Medikamenten zu tun hat, dass das erst ratifiziert werden muss. Aber ich meine, ich bin anfällig gegen Husten. Also ich habe eine ziemlich hohe Schleimentwicklung. Das ist schon nicht mehr schön. Also man kann, mittlerweile habe ich den Spitznamen Troll weg. Also ich finde das auch nicht mehr lustig. Und deswegen, ja, ich wollte einfach nur mal nachfragen, weil die Berliner Apotheken, die haben ja meistens immer, weil Berlin ja auch eine ziemlich große Stadt ist, die kriegen ja die Medikamente auch ziemlich schnell rein. Ach ja, ich soll gerade für meinen Kollegen fragen, bitte nochmal, einen Moment. Ja. Okay, der fragt nach dem Abführmittel SOPA, S-O-P-A, ob Sie da vielleicht mal kurz nachschauen können, weil der hat momentan halt Probleme mit seiner Verdauung. Also SOPA bekommen wir auch nicht im Computer rein. Ist das auch sowas Ausländisches? Ich glaube schon. Ja, das sind alles erst die Sachen, die ratifiziert werden müssen. Nee, sowas haben wir auch nicht. Ja, okay, weil Amerika, die haben von diesem SOPA überhaupt nichts gehalten. Die haben da sogar einen Blackout für gemacht. Angeblich soll SOPA nicht so gut für die Magenschleimhäute sein. Und dann gab es da halt einen SOPA-Blackout. Aber keine Ahnung. Nee, Roland, die haben SOPA nicht. Okay. Ja, nee, okay, also ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihre Mühe. Ich werde da nochmal weiter recherchieren, weil ansonsten werde ich wieder auf ACC Akut zurückgehen, wenn Sie Acta nicht haben. Aber ich bedanke mich auf jeden Fall bei Ihnen und wünsche Ihnen auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Ja, Ihnen auch, danke. Danke, tschüss. Oh Mann, ey. So wie episch, ey. Das ist ja...
Ist das so ein englisches Mittel? So ausländisch? Ah, oh. Ich kann ja. Ja, okay, vor allen Dingen.